Horizont unserer Welt sind tief schwarze Wolken aufgezogen. Die Situation ist bedrohlich, sie ist gefährlich geworden, sie droht völlig zu eskalieren und wir wissen nicht, was alles noch kommen wird. Aber wir wollen hier keine Horrorszenarien entfalten, sondern das Licht des Glaubens verbreiten, eine Kerze der Hoffnung mittel des Dunkels, der Bosheit und des Terrors zu entzünden. Ich habe, wie die meisten von Ihnen, wenige Erfahrungen mit Krieg. Aber ich war an dem Projekt einer Klostergründung in Sri Lanka beteiligt, wo ich, glaube ich, 14 Mal hingefahren bin. Ein Land mit einem 30-jährigen Bürgerkrieg. Auch wenn ich nicht die schlimmsten Szenen gesehen habe, haben sich doch einige Eindrücke in meinem Herzen eingegraben. Zum Beispiel diese endlosen Ortschaften, wo jedes einzelne Haus verbrannt und zerstört war. Dazwischen Felder, die völlig verwildert waren, weil sie eben überall dort durch Minen gefährlich geworden sind. Niemand konnte mehr dort etwas anbauen. Und selbst die Kirchen waren nur noch durchlöcherte Ruinen. Und wo stand die Statue der kleinen Therese? Aber alles andere war zerschossen. Und dennoch gab es mitten in einem kurzlebigen Waffenstillstand erste Zeichen der Hoffnung. Ich erinnere mich an eine Szene, die mich sehr berührt hat. Ein alter Mann, der vor seinem zerschossenen Haus sitzt, wo er aber eine kleine Strohhütte errichtet hatte neben dem Haus. Und vor dieser Strohhütte hatte er ein paar bunte Blumen angebaut. Und diese bunten Blumen mit ihrer Buntheit und ihrer Schönheit waren wie so ein Zeichen der Hoffnung, dass eines Tages doch die Schönheit der Welt, die Schönheit des Schöpfers siegen wird. Und dass das eigentlich dann das Endgültige sein wird. Und ich erinnere mich an diese riesigen Flüchtlingslager, endlose Reihen von Strohhütten und da mitten drinnen eine improvisierte Kapelle aus Blech und Stroh und da aber aufgehängt ein paar Kalenderblätter mit den Bildern von Jesus und Maria und von Heiligen, irgendwo doch so die Hoffnung und der Glaube, dass es eines Tages besser werden wird. Ja. Dabei überall auch noch, Gott sei Dank, die Caritas, die verschiedensten Hilforganisationen, die mit ihren Hilfsgütern den Menschen das Überleben gesichert haben, ohne die sicher viele gestorben wären von ihnen. Seit 12 Tagen haben wir diesen Horror des Krieges inmitten von Europa. Das betrifft auch unsere Hochschule hier in Heiligenkreuz, ganz existenziell. Nämlich auch einige unserer Studenten. Mit einem habe ich telefoniert, Nikolai, der in Moskau festsitzt. Andere sind in der Ukraine, können nicht mehr ausreisen. 2 von ihnen haben schon einen Gestellungsbefehl bekommen. Einer hat ein Foto geschickt, wie er da seinen Treueeid schwört und da ist in der Uniform mit der Waffe. Das ist für mich eine erschreckende und schockierende Vorstellung. Unsere Studenten, die doch eigentlich Priester des lebendigen Gottes werden sollten, auf einmal hier mit der Waffe und der Kalaschnikow durch die Gegend ziehen zu sehen. Ja, nicht jeder unter uns ist in der Lage zu fasten. Das ist eigentlich gesund. Wir essen ja von Natur aus gesehen ein Drittel zu viel. Wir essen immer auf Vorrat. Aber alle können sicher etwas für andere tun, die Not anderer Menschen abmildern. Das Kloster Heiligenkreuz hat hier schon die ersten Flüchtlinge aufgenommen. Es werden sicherlich noch viele andere dazukommen. Eine Ordensschwester hat eine Initiative ins Leben gerufen mit dem genialen Motto: Kaufen Sie mehr, wir schenken es her. Also, dass man im Supermarkt mehr kauft und das wird dann gespeichert und gelagert für die Flüchtlinge. Und das hat also schon erste gute Früchte getragen
Und das haben schon Flüchtlinge aus der Ukraine empfangen, das, was man eben mehr gekauft hat, den Mehrwert. Die große Gerichtsszene bei Matthäus macht uns immer wieder erstaunen, dass sich der große Gott, der Schöpfer des Universums, der Galaxien und der Sonnensysteme um das Schicksal eines jeden Menschen kümmert. Und besonders der Menschen, die in Not geraten sind. Kann Gott das überhaupt? Und warum tut er das? Man kann in zweifacher Weise antworten. Gott ist so unendlich groß, dass er gerade auch im unendlich Kleinen gegenwärtig ist. Die Gegensätze fallen bei ihm zusammen. Die zweite Antwort, die man geben kann, ist, dass Gott so sehr Liebe ist, dass ihn jeder Mangel an Liebe oder die Verweigerung von Liebe unendlich schmerzt. Hier kann man nur staunen. Der heilige Bernhard sagt ganz richtig, als Gott ist Gott natürlich leidensunfähig. Aber als Gott, der die Liebe ist, kann er Mitleid empfinden. Wir können sagen, Gott ist das unendliche Glück, aber auch unendlicher Schmerz miteinander gemischt, in einer Art und Weise, wie es um den Horizont unseres Denkens überschreitet. Wie Mutter Teresa immer wieder betont hat, Jesus, du hast dich in der Gestalt der Ärmsten, der Menschen in Not verkleidet, damit wir dich in ihnen lieben können. Jesus lässt keinen Zweifel bestehen. Beim letzten Gericht spricht er jeden direkt an. Er sagt, ich war hungrig und du hast mir zu essen gegeben. Ich war durstig und du hast mir etwas zu trinken gegeben. Ich war obdachlos auf der Straße und du hast mir Quartier gegeben und mir eine Wohnung gegeben. Ich hatte nichts zum Anziehen. Und du hast mir gute Dinge gegeben, damit ich nicht frieren musste. Ja, du hast sogar deinen guten Namen riskiert und hast mich im Gefängnis besucht. Bei all den Fragen beim letzten Gericht spielt die Religion auffallenderweise keine Rolle. Jesus fragt nicht im Islam, ob man 5-mal am Tag gebetet hat. Ja, er fragt noch nicht einmal, ob man am Sonntag in der Messe gewesen ist. Aber ich denke, dies ist letztlich kein Gegensatz. Denn in der Messe hören wir das Wort Gottes, das uns dazu auffordert, das Gute zu tun. Im persönlichen Gebet fangen wir die Impulse, wie wir das konkret umsetzen können und umsetzen sollen. Und deswegen meine ich, dass beides zusammengehört. Und schließlich traue ich mich sogar dafür zu betteln, dass die Studenten in dem neuen Studentenheim, das wir gerade bauen, auch eine Kapelle bekommen, wo sie eben miteinander die Messe feiern können, wo sie auch morgens und abends miteinander beten. Denn ich denke, was immer Gott uns aufs Herz legt, wenn wir das tun, werden wir ein Weg des Heiles für uns und für andere sein. Amen.